Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch den Chrysler Voyager zeigen. Und zwar hat Chrysler ein neues Auto rausgebracht. Sie haben den Voyager wieder aufgelegt. Den Voyager kennen sehr viele, weil der Voyager über lange Jahre auch schon bewährt war als Minivan. Und dann haben sie einfach gesagt, wir machen das nochmal neu, das Auto, und nutzen die alte Pacifica-Basis und machen einfach einen neuen Voyager. Das ist das gute Stück, den fahren wir jetzt mal eben aus der Parklücke raus und dann zeigen wir euch den mal in aller Ausführlichkeit. Also im Endeffekt ist das ein alter Pacifica. Es kommt auch ein Video, da vergleiche ich euch den Voyager mit dem Pacifica. Da sage ich schon ganz oft, dass das im Endeffekt die gleichen Autos sind, dass der Voyager aber im Endeffekt nur das alte Modell ist. Also ihr kennt die anderen Videos und kennt auch die alten Fotos von dem Pacifica, wie er vor dem Facelift aussah. Wir haben hier die alte Front, Halogenscheinwerfer, die alte Waben, den alten Wabengrill. Der Chrysler Voyager hat keine Nebelscheinwerfer. Und ansonsten ist es, wie gesagt, die alte Pacifica-Front. Der Motor, 3,6 Liter V6, 286 PS ist geblieben. 9-Gang-Automatikgetriebe ist geblieben. Das geniale Stow-and-Go-System. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich finde das immer noch geil, geil, geil. Das System ist der Wahnsinn. Ihr könnt die Sitze, zweite und dritte Sitzreihe, komplett einklappen. Mit einer Hand in 60 Sekunden. Genial. Mehr sage ich da auch nicht mehr zu. Das war's jetzt. Hat er auch. Es gibt unterschiedliche Ausstattungsmerkmale. Das ist der eigentliche Unterschied vom Voyager zum Pacifica. Aber der Voyager an sich, so wie er jetzt bei uns steht, hat er jetzt 17 Zoll Felgen. Ihr könnt im Hintergrund immer so ein bisschen luxen. Das sind die beiden Autos, die wir in einem anderen Video verglichen haben. Schwarzer Voyager und schwarzer Pacifica. Aber wir bleiben bei dem Grauen. Elektrische Schiebetüren sind vorhanden. Und da müssen wir gucken, bei dem ist es jetzt der Fall. Also auch der Schlüssel ist der gleiche. Man sieht, es sind einfach identische Autos, Pacifica und Voyager. Nicht alle Voyager haben elektrische Heckklappen. Da müsst ihr gucken, was jetzt nicht schlimm ist. Ist aber einfach so, sollte man vorher nur wissen. Der hat jetzt hier nach wie vor die elektrischen Schiebetüren, elektrische Heckklappe. Können wir alles über einen Schlüssel steuern. Wir haben Lichtautomatik, Klimaanlage, keine Klimaautomatik. Wir haben helligkeitseinstellbares Display. Geiler Satz, helligkeitseinstellbares. Also man kann das Display in der Helligkeit verstellen. Wir haben das mittelgroße Display in der Mitte. Kann ich euch gleich auch anmachen. Ledersitze sind genauso vorhanden. Wir können, wie gesagt, Sitze ein- und ausklappen. Wir haben hier noch diesen vereinfachten Einstieg, Easy Entry. Das heißt, früher bei den alten Minivans musstest du immer durch die Mitte krabbeln und konntest dich dann hinten auf die Rückbank setzen. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall, sondern wir haben jetzt hier diese Möglichkeit des Easy Entry, des einfacheren Einstiegs. Unterschied, viele Kunden kennen das noch vom Grand Caravan oder von den alten Modellen, dass man, wenn man hier zum Beispiel die Gastanks verbaut hat, also wir haben nach wie vor diese Mulden da unten drin, weil die Sitze sich ja nur mal in die Mulden einklappen. Dazu mache ich jetzt mal eben den Sitz nach vorne. Also wir haben ja die Mulden hier unten drunter. Stow and Go bedeutet, dass wir Stow stauen und Go los. Simple Übersetzung. Für alle, die das noch nicht kennen, das System. Wir klappen die Armlehnen hoch. Das machen wir und dann haben wir hier diese Lasche. Das ist das geile System, von dem ich gerade geschwärmt habe. Dann ziehen wir an dieser schwarzen Lasche. Und der ganze Sitz klappt sich im Handumdrehen ein und verschwindet in dieser Mulde im Boden. Und jetzt kann mich, glaube ich, jeder verstehen, warum ich das einfach geil finde. Zauberei. Zauberei. Früher war es so, dass die Sitze sich eingeklappt haben und, ich sag mal so, überschlagen haben. Die haben sich dann so in diese Mulde reingedreht. Bei dem ist es jetzt so, der klappt sich zusammen und schiebt sich nur nach vorne.
Viele Kunden fragen dann immer, ja, das ist ja doof, weil wenn ich in die Mulde, wo dann bei den Leuten, die eine Gasanlage nachrüsten, wenn die Gastanks in die Mulden eingebaut werden, verschwindet natürlich die Funktion dieses Einklappens. Bei den alten Autos, jetzt komme ich zu dem, was ich sagen wollte, kann man aber trotzdem die Sitze einklappen und umklappen und dann stehen die senkrecht. Das geht jetzt hier nicht mehr, weil wir halt diesen Mechanismus nicht mehr haben. Der Weg nach draußen übrigens ist genau der gleiche, wenn die Kopfschütze hier nicht hängen bleibt. Einrasten, hoch und steht. Das haben wir auf beiden Seiten. Das heißt, wir haben auch nochmal Stauraum. Also ihr habt ja nicht nur dieses Raumwunder an sich, sondern wir haben auch nochmal Stauraum in den Mulden. Dritte Sitzbank ist auch für einen Erwachsenen sehr, sehr viel Platz. Kann ich mich jetzt auch nochmal eben reinsetzen? Also achso, erstmal setze ich mich hier, damit ihr mal ein Gefühl kriegt. Der Sitz ist ganz hinten, der Fahrersitz. Ich bin knapp 1,80 groß und habe hier immer noch vernünftig Platz. Also ich kann hier bequem sitzen. Diese Sitze sind nicht mehr vor- und zurückschiebbar, sondern die sind starr, so wie sie sind. Wenn ich dann raus möchte und möchte in die dritte Sitzreihe, oder den Schlüssel lege ich mal eben hier hin. Wenn ich jetzt aussteige und krabbel in die dritte Sitzreihe, komm mal rum, komm mal rein. Dann siehst du das. Also ich... Man hätte das jetzt hinter der Kamera. Hast du den Kopf gestoßen auch noch? Super. Also ich sitze hier sehr, sehr... Eigentlich sitze ich bequemer als hier. Kopffreiheit ist immer noch, wenn ich jetzt meine Haare abziehe, immer noch so ein Stück. Das sind offiziell drei Sitzplätze. Wie ihr seht, wir haben hier drei Kopfstützen und drei Anschnallfunktionen. Mit drei Erwachsenen geht, ist aber schwierig. Aber mit zwei Erwachsenen in der dritten Reihe kann man auf jeden Fall ganz locker sitzen. Wir haben hier Isofix einmal, zweimal. Das heißt, weil das ist ja ein festes Element, diese anderthalb Sitze in den nächsten Mal. Das heißt, wir haben hier Isofix mittig. Wir haben hier das zweite Mal Isofix, dreimal Isofix, viermal Isofix. Das heißt, wir haben vier Möglichkeiten, Kinder sicher unterzubringen. Kofferraum. Kofferraum sehen wir jetzt auch von hier. Das ist jetzt einfach mal die Ansicht. So. Das heißt, da ist riesig viel Platz hinter. Wir gehen jetzt auch noch mal eben rum und öffnen die elektrische Heckklappe. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Klappt das denn, junge Frau? Ja, komm, 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 komm mal denn hier rein, jetzt komme ich selber nicht raus. Heckklappe geht entweder über einen Schlüssel. Kofferraum wollten wir jetzt gerade öffnen, wir haben jetzt gerade ein bisschen rumgedruckst. Und zwar erkläre ich euch, warum. Bin ich selber drauf reingefallen. Der Schlüssel, auf dem Schlüssel sehen wir, wie das Ganze aussieht. Das ist der Knopf für die elektrische Heckklappe. Normalerweise drücke ich den zweimal und die elektrische Heckklappe öffne. Das habe ich jetzt gerade 15 Mal gemacht und es ging nicht. Und normalerweise habt ihr ja hier unten den Soft-Button, wo ihr dann einmal drückt und dann geht die Heckklappe automatisch auf. Man kann die dennoch auch manuell aufziehen. Im Notfall ist natürlich eigentlich nicht gedacht. Jetzt haben wir den gerade geöffnet und haben gesehen, der hat gar keine elektrische Heckklappe. Was mich aber sehr gewundert hat, weil ich diesen Schlüssel, den kriegen wir vom Hersteller, der gehört ja zum Auto, ist doof, weil der Knopf auf dem Schlüssel drauf ist. Der ist nur ohne Funktion. Und ich hatte mich jetzt gewundert, weil es gibt auch andere Schlüssel, wo dieser Knopf halt logischerweise nicht drauf ist. Also, der hier hat keine elektrische Heckklappe, aber Store-and-Go-System immer noch genau das gleiche. Wir können hier einklappen, ratzfatz, so schnell klappen wir eine Rückbank um und ihr habt Platz. Den anderen Sitz habe ich euch gerade gezeigt, wie man den umklappt. Ihr müsst nichts ausbauen, ihr müsst nichts rausnehmen, rausschrauben, wie auch immer. Die Leute, die die anderen Pazifika-Videos kennen, kennen das Prinzip. Ich habe es schon 20 Mal erklärt und erkläre es auch noch 20 Mal, weil es ist einfach für ein Familienauto Hammer. Dann, von außen sieht der Voyager aus wie, ja, wie gesagt, der alte Pazifika. Wir haben die Rückleuchten. Und wenn die Autos kommen, ich weiß nicht, ob der schon umgerüstet ist. Nein, der ist noch nicht umgerüstet. Das heißt, in dem Zustand kommen die Autos zu uns aus Amerika. Hier ist die Bremse drin. Wenn ich jetzt die Bremse trete, geht das an. Und ich drücke jetzt mal parallel hier auf, damit das blinkt. Das ist ja die
Kombination Blinker und Bremse, weil die Amerikaner haben keine gelben Blinker oder beziehungsweise keine Pflicht für gelbe Blinker, so wie wir das in Deutschland haben. Deswegen haben die den Blinker und die Bremse in einer Leuchte. Und wenn wir jetzt die Bremse treten, dann geht das Bremslicht an. Und wenn wir dabei blinken, was ja nun mal, wenn du irgendwo links abbiegen willst, häufig der Fall ist, dass du zusammenbremst und blinkst, blinkt die ganze Bremsleuchte. Das müssen wir komplett umbauen. Diese Kammer ist normalerweise der Rückwärtsgang. Und wir machen es so, wir trennen hier das Signal Blinker-Bremse, was halt jetzt so aussieht, legen den Blinker in Gelb hier unten rein und machen unten drunter eine ganz dezente Leuchte, eine Kombileuchte für... Die ist noch nicht dran. Entschuldigung. Mich lädt mich nie jemand kennen. Unten kommt eine Kombileuchte drunter mit dem Rückwärtsgang, den wir quasi von hier dann darunter legen, und der Nebelschlussleuchte. Für die Nebelschlussleuchte rüsten wir einen separaten Schalter vorne nach. Ist bei dem jetzt noch nicht der Fall, weil wir es einfach noch nicht geschafft haben, weil, wenn ihr euch umguckt, wir haben hier Voyager und Pacifica, wir haben da oben noch einen Pacifica stehen, wir haben einen, der ist gerade in der Umrüstung, wir haben, also wir sind voll mit Pacificas und Voyagern, weil die Autos so sehr nachgefragt sind und weil natürlich auch immer eine gewisse Zeit dazwischen liegt, zwischen ich kaufe das Auto hier in Amerika und ich habe es hier in Deutschland stehen, da sind im Moment 2,5 bis 3 Monate Zeitdifferenz und die müssen wir natürlich überbrücken. Aber da die Nachfrage im Moment sehr hoch ist und die Pacificas preislich ziemlich gestiegen sind, haben wir auch von dem Voyager eine ganze Menge Autos gekauft, weil die einfach günstiger sind. Die Autos, die wir jetzt hier haben, haben alle so zwischen 50.000 und 60.000 Meilen gelaufen. Wir haben jetzt hier 3 schwarze, das sind auch alles 3 die gleichen Autos. Die kosten aber alle unter 40.000 Euro, weil der Pacifica, wie gesagt, der, so wie er jetzt hier steht, der kostet... Ich glaube 657.000. Der kostet 57.000 Euro und der Voyager an sich unter 40 ist mit der gleichen Technik, ist es auf jeden Fall eine Alternative, weil ihr kriegt für unter 40.000 ein Bombenfamilienauto. So, was habe ich vergessen? Motor haben wir, Getriebe haben wir. Innenausstattung, wir können uns nochmal eben reinsetzen. Tempomat haben wir. Rückfahrkamera haben wir, Apple CarPlay, Android Auto, Klimaanlage. Was habe ich vergessen? 17 Zoll, Halogenscheinwerfer. Becherhalter. Die Becherhalter, da kommt wieder die Frau ins Spiel. Die Autos haben unfassbar viele Becherhalter. Ich glaube, es sind 13 oder 14 Stück. Das heißt, Staumöglichkeiten für Becherhalter und für alle möglichen anderen Utensilien en masse. Die Dachreling ist integriert bei diesen Autos. Das haben aber nicht nur der Voyager, das haben die alle, die Minivans. Und zwar schraube ich das mal eben hier raus. Das ist die normale Dachreling, wie ihr sie seht. Und dann haben wir hier so Schräubchen. Die müssen wir rausschrauben. Einmal vorne eine und einmal hinten eine. Ich steige mal eben hier drauf, dann ist das ein bisschen einfacher. Da sind Buchstaben drauf. Komm, ich nehme mal die Kamera. Also ihr seht, hier steht D und D. Hier steht C und C. Und da vorne steht A und B drauf. Das heißt, wir schrauben die jetzt hier los. Und dann nehmen wir die raus. Und können die dann so rüberlegen. Kann man das sehen? Kannst du auch noch nicht, ne? Nee. Ja, cool. Dann werden die so aufgestellt hier und dann sind hier neue Löcher drin und dann können wir die anknicken und dann können wir die hier festschrauben. Und dann habt ihr die Dachkonstruktion schon integriert, weil wenn ihr ein anderes Auto eines anderen Herstellers habt und wollt eine Dachbox montieren, die Dachbox ist nicht das Teure, sondern die Unterkonstruktion. Das ist das, was so schweineteuer ist, weil das jeder Hersteller individuell für seine Dachkonstruktion verkaufen will. Und die Amis haben gesagt, wir machen das wie immer schön simpel. Wir integrieren das einfach. Das heißt, ihr habt auch hier alles dabei. Ihr müsst nichts mitnehmen, ihr könnt nichts vergessen. Und wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr die Dachbox wieder runter, legt sie wieder zurück, hier rein, schraubt sie fest und alles ist fertig. Habt enorm viel Geld gespart und seid wie immer flexibel. Das schraube ich jetzt nachträglich fest. Wir sitzen im Innenraum. Wo sollen wir auch sitzen? Im Außenraum. Wir haben hier Lenkrad in Kunststoff, Tempomat, Menüführung und hier ist das Ganze für die Freisprecheinrichtung. 9-Gang-Automatikgetriebe,
Display hat, müsste ich lügen, 8 oder 9 Zoll, glaube ich. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Rückfahrkamera haben wir. Ist jetzt nicht unbedingt ein HD-Bild, aber reicht aus, um hoffentlich nirgendwo gegen zu titschen. Wir haben hier unten diverse Anschlüsse. USB-C und USB mit AUX. Hier unten ist Stauraum. Hier ist, wo ist er? Der Becherhalter. Noch mehr Becherhalter. Und einfach absolut Platz, Platz, Platz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Das ist einmal die normale Sonnenbrillenhalterung. Und dann gibt es hier unten drunter den Spiegel. Das ist so ein Fischeispiegel. Da könnt ihr, hallo. Da könnt ihr alle im Innenraum sehen, alle Insassen quasi. Das heißt, ihr habt den Rückspiegel für den Verkehr und habt den Spiegel, so ein Family-Spiegel für alle Beteiligten an Bord. Ja, das ist eigentlich erstmal die grobe Zusammenfassung zum Chrysler Voyager. Verbrauchstechnisch ist immer so die Frage. Die meisten Kunden sagen mir immer realistisch zwischen 10 und 12 Liter auf 100 Kilometer. Hängt natürlich immer davon ab, wie fahrt ihr, wie seid ihr beladen, fahrt ihr jetzt auf flacher Strecke oder fahrt ihr die Alpen rauf und runter. Aber realistisch ist für einen 3,6 Liter V6 Benziner 10 bis 12 Liter. Das war die Kurzvorstellung zum... Hast du die Rollers? Nee, habe ich nicht. Es gibt, machst du den wieder vernünftig rein da? Dankeschön. Ja, das war die Kurzvorstellung zum Chrysler Voyager. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne oder noch lieber lasst ein Like und ein Abo da, damit wir auch alle anderen Videos mit euch teilen können und ihr alles seht. Wir, das ist vielleicht auch immer wichtig, verkaufen ja nur unfallfreie Autos. Also Carfax ist immer ein Thema und bei uns ist alles sauber und unfallfrei. Und bei uns wird alles immer mit deutschen Papieren verkauft, weil die Frage mittlerweile auch von Kunden häufig kommt. Das heißt, ihr kauft bei uns ein unfallfreies Auto und kriegt deutschen Fahrzeugbrief und deutschen Fahrzeugschein dazu. Also ihr könnt das Auto, wenn ihr ihn bei uns kauft, sofort anmelden oder wir melden ihn für euch an und könnt sofort losfahren ohne Komplikationen. So viel dazu. Ich sage wieder mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.